Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zur NHL 20, zu der Ebel Fantasy Liga. Ja, ich hoffe, ich kann es gut. Ihr seid alle gut drauf und ich habe bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einer Overtime-Niederlage gegen Innsbruck sind wir auf Platz 5 angerutscht. Abgerutscht, jetzt passiert es mir schon wieder. Abgerutscht. Und deswegen versuchen wir heute zu Hause in Tirol gegen die Kärntner Burschen einen Sieg hier einzufahren. Angriff, Verteidigung, Tore liegt hier mit auf unserer Seite. Warum? Weil unsere Mannschaft ist overpowered. Aber im letzten Spiel haben wir gesehen, wenn man das Spiel nicht so drauf hat oder nicht so ganz auf Zack ist wie ich, dann kann es ganz böse in einer Overtime-Niederlage enden. Aber ich sage so, ich quatsche jetzt nicht lang miteinander. Ich starte hier gleich los, damit dass wir hier anfangen können. Wer neu auf meinem Kanal ist, den begrüße und ich versuche es jetzt daran immer zu denken. Ich grüße auch die Fans der gegnerischen Mannschaft. Ich versuche jetzt in Zukunft daran zu denken. Ich habe es nämlich vorgenommen, ich nehme es nämlich immer vor, dass ich es dazu sage, aber mit der ganzen Anmoderation und wenn ich was verzöge, vergiss ich es wieder. So, unser Kapitän ist am Bulli. Verliert das Heimbulli. Auf Gaucho. Das. Wird ausgetackelt, aber Erik Berg kriegt einen Puck zum Verlierten. So, Erik Berg. Wolf, Berg, Dast, Gaucho. So, Angel, unser Mann mit der Hausordnung. Die Hausordnung bleibt beim, weil das ist das erste, er war der erste damals, der glaube ich, eine Schlägerei angefangen hat. Oder für Ordnung gesorgt hat auf dem Eis. Er war der erste, glaube ich, mit der Schlägerei, den was ich gehabt habe mit dem Team. Deswegen ist er der Mann mit der Hausordnung. Aber ich vermute halt ganz stark, unsere Nummer 12 muss raus wegen dieser Schlägerei. Na, nicht einmal, der Villacher muss aussehen, okay. Der Villacher muss aussehen. So, Bulli verloren. Ah, das war die Möglichkeit gewesen zum 1:0 zu Hause. Schön angefangen von Badura. Ich konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen, eben, ob man den Stanley Cup mit Hellriders gewonnen haben oder nicht. Weil ich noch nicht einmal im Stanley Cup drin bin. Also es ist ungefähr so. Wir pendeln zwischen Österreich und Amerika. So, Gaucho. Na, warum laufe ich den Dorf? Ah, wohl schön angefangen von Gaucho. Spült auf Erik Berg. Erik. Na, am Tor vorbei. Am Tor vorbei, Seidenberg.
Plattmann. Huitze. Auf Brandy. Verliert ihn. Das sind Verzweiflungsschüsse momentan. Oh, Snoop Dogg in the house. Tomanzini. Jawohl, Hannes, super gemacht. Spannendes erstes Drittel. Super gemacht, Jungs, super gemacht. Holt sich am Buck. Jawohl, verliert ihn. Aber Max hebt ihn. So, Badora. Auf Eric. So, Raffi. Ich bin ein bisschen konzentrierter beim Spielen. Heute muss ich ein bisschen weniger quatschen und mehr Tore schießen. Und somit, das 1:0 für die Hellriders durch die Nummer 69 von Bedrock. Ich wär auf die Schwierigkeitsgrad Profi bleiben hier. Macht mir jetzt momentan tierisch Spaß. Mir macht die Ebel Fantasy Liga macht mir tierisch Spaß. War jetzt so cool, wie die, dass man da ein bisschen Strafen auch kriegt. Nicht nur, dass man ausgeschickt wird von den Stegereien, sondern dass man mal so Stockschlag und das, dass das auch gezeigt wird. Ich weiß, ob ich das Viri das einstellen muss. Hier, wenn hier so ein Einstellungsprofi. So, Brandy. Oh, Hitze auf Brandy. Badora. Auf Brandy. Er hat den Zimmerten nicht rein. Ein Tor schießen war gut. Dann heben wir wenigstens ein Polster. Tomanzini verliert das Bulli. So, Stein. David Wolf, der Mann von den Mannheimer Adler. Mein absoluter Liebling bei den Mannheimer Adler. Seit der Olympiade. In the second period.
Oh, unser Topscorer schafft's nicht. Unser Topscorer schafft's nicht. Jetzt will ich gerade schnell. Am Anfang muss ich ein paar Mal in die Einstellungen reingehen, weil man kann es nur im Spiel ausprobieren, das Ganze. Spieleinstellungen. Schussziel heim, manuell. Da haben wir es nicht drin. Bei den Regeln haben wir ja, glaube ich, das letzte Mal schon nachgeschaut. Kampf und das ist alles ist möglich. Icing lassen wir so, Verletzungen lassen wir auch eingeschalten. Schnelleinstellungen können wir da. Da seht ihr, es war zwar empfohlen Halbprofi, ich mache aber Profi. Kalibrierung, Gameplay. Statistik allgemein. Geschwindigkeit lassen wir, CPU lassen wir auch so. Schuss lassen wir auch so, passen lassen wir auch so. Ist mal vielleicht auch interessant, fängt zum Schauen, was ich so an Einstellungen habe. Da Strafen individuell. Individuell. Haben wir auf 0. Jetzt probieren wir mal das Ganze überall auf 20 zum Stellen. Aber schauen wir mal, was sich da ändert. Jetzt probieren wir auf, wenn ich jetzt auf individuell weiter tue. Was ist da gestanden? Einstellung speichern. Nein, dann mal abbrechen. Wir stellen jetzt das bei Hand auf 20 um. Wenn einer wo das weiß, dann können wir es ja bitte in die Kommentare reinschreiben, dann tue ich das ab dem Spieltag 4 oder 5, können wir es dann wieder ändern. Aber Eishockey-Spiel ohne Strafen, ohne das Spannende ist auf beiden Seiten, das ist langweilig. Nur die Schlägereien. Und dann wird einer ausgeschickt. Das ist mir persönlich zu wenig. Aber dadurch, dass ich ein ehrlicher Haupt bin, seid ihr eh da bei den ganzen Einstellungssachen Highlife allweil dabei. Meist könnt ihr das Firmen skippen, ja. Ich muss das halt da durchmachen. So. Da haben wir schon 50, Verzögerungsstrafe 50. Also wir probieren es jetzt mal mit 20 und dann es dann ein bisschen erhöhen oder ich das halt dann erhöhen und zwar gesehen knochert. Verdammt lange Listen ist das. So. Schauen wir, was sich jetzt hier ändert. Padora, Padora auf Kruki, Kruki auf Erik Berg. Jawohl, Powerplay, das passt mir jetzt ganz gut. Also muss ich das ändern, muss ich das auch bei den Hamburger ändern. Okay.
Ich glaube, mit 20 haben wir es jetzt gut erwischt. Jetzt wird das Ganze interessant. Jetzt wird das Ganze interessanter. Ein höherer Schwierigkeitsgrad. Von Tono oder zupft. Von die Vielacher. So, Brandy auf Rock. Spült den Vielacher aus. Oh, geht nicht. Was, 13 haben wir nur Powerplay. Jungs, wir müssen ein Powerplay-Tor schießen. Brandy auf Rock. Seidenberg. Biko. Brandy. Schafft's auch nicht. Erik Berg. So. Vielach macht gut zu. Vielach macht hier auch mit vier Mann gut zu. Vielach macht auch mit vier Mann gut zu. Icing. Das war knapp. So, unser Topstorger. Ah, verliert ihn. Drei zu vier. Beinstellen für Vielach. Und somit das 2 zu 0 vor heimischem Publikum für die Hellriders. 12 Minuten 57 nur auf der Uhr. Von unserem Viking. Er schießt das Tor. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt für das Let's Play, weil ihr sagt, hey HP, ich möchte einen Charakter haben, was in der und der Mannschaft spielt, schreibt mir's. Wenn ich Zeit habe, baue ich den Charakter. Ich transferiere ihn dann während der Folge dann eine. So, dass es. So, wir haben ein drittes Tor. So, dass du das live mitkriegst, dass dann ein Charakter auch hier in dieser Liga ist. Von unserer Nummer 17, vom Biko, vom Assist, vom Raffi, so wie ich das hier sehe. Jawohl, schön und einzieht. Ich weiß nicht mehr, wer mir das damals geschrieben hat, aber es ist halt wirklich so. Man gewöhnt sich dann an den höheren Schwierigkeitsgrad, wenn man überlegt. Und
Und ich glaube, bei Strafen mit 20 sind wir eigentlich ganz gut dran, dann ist es nicht zu übertrieben. Fail Pass. Oh, Brandy, auf Witze. Ja, es ist gerade schade beim Zusammenstellen. Ich habe einen Anfang ausprobiert. Ich hätte Wien eingeben können, aber Wien wollte ich nicht. Dann habe ich mir gedacht, dann entscheide ich mich für Österreich. Aber das Ding ist schon so gut wie sicher. Wir müssen jetzt gerade nur schauen, dass wir das Tor verteidigen, dass der Maxi sein Shootout hat hier. Denn wenn einer vorhin gesagt, hey, ich will als Torwart bei den Hellriders sein, dann liebend gern. Wir werden heute halt eine Rückennummer schreiben, bitte. Und was man jetzt einstellen kann, die Einstellung an sich selber, die werde ich selber vornehmen, damit es nicht zu überpowered wird. Ich werde es so, ab der nächsten Saison, wenn ich mit den Jungs da spiele, die Power ein bisschen rausnehmen. Und werde ich ein bisschen an die österreichische Mannschaft, glaube ich, ungleichen, wenn ich es nicht vergieß. Weil ich glaube, wenn man es nämlich in der laufenden Saison macht, dann funktioniert das nicht. Aber für die, was neu dabei sind, ich habe die Mannschaft eigentlich für NHL-Spiele gemacht. Und ich lasse so und spiele mit den Hellriders hier immer auf Profi. Und somit gewinnen die Hellriders mit 3:0. Vor heimischem Publikum. Hooray, Ferraro, my name is James Sabalski. Thanks so much for joining us, everybody. Have a great night. Und holen uns die volle Punkteanzahl. Ich wollte gerade schauen, was haben wir? Drei Stars haben es, zwei Tore, was sind es? Drei Assists werden zu U gerechnet. Finde die gut. Dann, bis jetzt sind wir mal auf dritten Platz. Der Tabelle viel geguckt. Wir skippen Führer. Ändert sich da was? Nein, ändert sich nichts. Wir schauen uns die Tabelle an.
Wir schauen uns die Tabelle an zuerst. Der KAC ist auf dem Platz Nummer 1, hat 4 Spiele gemacht, hat 9 Punkte gemacht, hat nur eine Niederlage, 3 Siege. Die Innsbrucker folgen dann auf dem Platz 2 mit 2 Siegen, 1 Overtime-Sieg mit 8 Punkten. Das war jetzt interessant zum Schauen. Na, war sonst der KAC war vorhin, selbst wenn es jetzt Innsbruck uns besiegt hätten in dem Spiel. Dann kämen wir mit 9 zu 4. Torstatistik, dritter Platz, 7 Punkte, 2 Siege, eine Niederlage in der Overtime. Dann kämen die Wiener Capitals, dann kommt Salzburg. Dann kämen die Südtiroler, dann kommt Dornbirn, dann kämen die Linzer, dann kommt Villach, Graz, dann die Ungarn auf letzten Platz. Und somit schauen wir uns dann hier bei uns hier auch nochmal die Topstorger an. Der Topstorger ist der HP nicht mehr. Warum? Weil wir haben 3 Punkte, das passt. Wir haben 2 Tore, ein Tor. Warum der Lampel jetzt umsteht? Ah, okay, er hat 2 Assists, wir haben keinen Assist und deswegen wird er wahrscheinlich weiterhin oben stehen. Ah, okay, er hat 3 Punkte dadurch. Plus, minus, weiß ich nicht, was es ist. Powerplay-Punkte. Ja, das sind so Statistiken, da kenne ich mich nicht so dermaßen aus. Aber in diesem Sinne wollen wir ja nicht auskennen. Na gut, Auszeichnungen, das ist alles so Powerplay, Team, Statistik, Zwischenrunde, okay. Das kriegen wir dann alles später womöglich. Na gut, meine lieben Sportsfreunde, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß an dem Projekt. Ich habe jede Menge Spaß an dem Projekt. Vorschläge, Anregungen, Beschwerden oder Charakterwünsche einfach unten in die Kommentarbox rein. Würde mich, wie gesagt, über einen Daumen nach oben, Kommentare so und so freuen. Und dann wünsche ich bis zum nächsten Spieltag nur einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen, Entschuldigung, guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, Entschuldigung, Moment, was war denn jetzt los? Ach, das passiert, wenn man nichts schneidet. Aber ich bin so, ich schneide nichts, das interessiert mich nicht. Je nachdem, wann dass du das Video schaust, vergesst meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen doch hoffentlich, ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Das ist das Allerwichtigste, was ich jedes Mal sagen werde. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HP. Servus.